Der Streit zwischen Amazon und dem US-Präsidenten geht in eine neue Runde mit einem weiteren Tweet. Attackiert Trump den Handelsgiganten, er stellt sich als Retter der US-Post dar, kritisierte Trump am Morgen in einer Nachricht auf Twitter. Bei jedem Paket, das die Post für Amazon ausliefere, mache sie im Durchschnitt 1,50 Dollar Verlust. Dieser Betrug müsse aufhören, forderte er einen Beleg für diese Zahlen. Nannte Trump nicht, der US-Postal Service macht seit Jahren Verluste, deren Berichterstattung dem Präsidenten oft ein Dorn im Auge ist. Tatsächlich stellte Trump in seinen Twitter-Nachrichten am Samstag einen direkten Bezug zu der Zeitung her. Er behauptete, Amazon würde die Washington Post als Lobbyorgan nutzen. Das Blatt müsse sich deshalb als Lobbyist registrieren. Quelle ntv.de.